der neuen Music. Heute haben wir Menna Mulugeta zu Gast. Ja, und sie wird uns verzaubern mit ihren äthiopischen, aber natürlich auch deutschen Klängen. Mit Gitarre oder Harfe, wir sind gespannt. Außerdem erzählt sie uns, wie sie auf ihre Lieder kommt und was sie an der äthiopischen Familie und der Herzlichkeit einfach liebt. Ya hulu chawata yet into tizale kante melegete iyan gabe gabe tizale yet into basabe amata Ihes le tamrno ye fetari kuta tazni let nebere ba unetu kesa unet watwal ndet intu metesh bitayk yu yi negrishal min gize mayres ham yastawsal Mettisch bitte ich jüjin agrischall Min gizi mayres ham yastawsall Si balam si tatam Si tengam si nesam Tis beloing maudadi Asa yenga besa Yetet awetenacho kum nagaro chulu Eresta hachwa Wetetende walu Tazni let nebereva unetu Kesa unet watwalendet intu Mettisch bitte ich jüjin agrischall Min gizi mayres ham yastawsall Mettisch bitte ich jüjin agrischall Min gizi mayres ham yastawsall Nebere be unetu Kösa unet watualen detentu Mettisch bitte ich jüjin agrischall Min gizi mayres ham yastawsall Mettisch bitte ich jüjin agrischall Min gizi mayres ham yastawsall Vielen Dank, Menna. Dann setze ich doch mal direkt zu mir. Sehr, sehr schönes Lied. Vielen Dank. Danke sehr. Na, wie fühlst du dich? Schön, hier zu sein heute? Ja, auf jeden Fall. Das schön, freut bei mich. Dir zu sein. Dankeschön. Gemütlich. Schön. Gut, siehst du aus. So, dann würde ich anfangen kurz am Anfang mit einem Quickie-Talk. Das heißt, ich stelle dir so ganz kurze Fragen. Du antwortest okay. Dann zum Beispiel wie, was findest du schöner, die Wand oder den Boden oder irgend sowas. Okay. Okay. Also erzähl für mich. Okay. So, dann wäre es die erste. Pizza oder Burger? Momentan Burger. Okay. Gitarre oder Klavier? Klavier. Klavier? Bier oder Wein? Wein. Oh,
Was denn für eine, wenn ich frage? Ja. Okay. Tag oder Nacht? Nacht. Ja, würde ich auch sagen. Film oder Serie? Serie momentan. Auf Netflix. Netflix. Okay. Danke dafür. So, dann würde ich jetzt natürlich anfangen mit dem Interview. Okay. Ist nichts Schlimmes. Also, jetzt würde ich dann sagen, was ist denn das Besondere für dich an äthiopischer Musik? Das Besondere ist für mich vor allen Dingen, dass es zu mir gehört. Ne? Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Wurzeln liegen halt in Äthiopien und es ist für mich ganz spannend, mich mit der Musik auseinanderzusetzen, weil es auch ein Stück weit, weil man sich mit den Wurzeln halt auch auseinandersetzt. Und die klingt halt nicht ganz typisch afrikanisch, sondern hat viele orientalische Einflüsse und so. Das ist für mich ganz, ganz cool daran. Schön. Ja, genau. Also hast du dich eigentlich schon dann immer damit beschäftigt? Oder wie kamst du denn dazu überhaupt, äthiopische Musik zu machen? Hast du die schon immer gemacht oder erst in letzter Zeit? Weil ich glaube, erst in letzter Zeit. Ja, also das stimmt schon. Also nicht schon von Anfang an. Ich habe mit Soul und so angefangen, wobei äthiopische Musik in unserem Haushalt halt immer eine Rolle gespielt hat. Ja. Also mein Vater hat immer viel äthiopische Musik gehört und ich habe es erst so seit 3-4 Jahren in meinem eigenen Programm. So, genau. Was sind denn so deine nächsten Ziele? Hast du irgendwelche, was du in nächster Zeit erreichen willst oder dir was Größeres vorgenommen vielleicht? Ja, also ich glaube, als Musiker muss man immer dranbleiben, vor allen Dingen, wenn man halt selbstständig als Musiker arbeitet, als freischaffender Künstler. Ich fände es cool, im nächsten Jahr auch ein paar Afrika-Festivals mit der äthiopischen Musik was denn zum Beispiel? Zu spielen. Es gibt in Würzburg zum Beispiel ein ganz großes Festival und wir haben auch in Berlin beim Karneval der Kulturen dieses Jahr gespielt. Ach, vielleicht schön. Ist es nächstes Jahr auch mal wieder was. Einfach so ein bisschen mehr die afrikanischen Festivals bespielen. Das kommt da denn positives Feedback, also dass du da auch bestärkt wirst, das dann weiterzumachen? Ja, also dass meistens, dann Leute sagen, sie finden es sehr interessant? Ja, meistens freuen sich die Leute. Das ist natürlich so ein Mix. Ich bin jetzt nicht aus Äthiopien voll der Original, aber es ist halt dieser Crossover. Ne? Ich bin in Deutschland geboren, deshalb habe ich auch Songs, die darum gehen, eigene. Aber ich interpretiere natürlich die äthiopischen Songs anders als wahrscheinlich, als es die vorigen Sänger gemacht haben. Weil ich auch sagen muss, äthiopische Musik war für mich sehr neu, weil ich muss sagen, also äthiopisch, ja, Essen okay, aber ja, mit Musik. Ist gut, ne? Ja. Mit Musik konnte ich jetzt leider noch nicht so viel verbinden, aber ich finde es wirklich sehr, sehr schön und ich denke, unsere Zuschauer auch. Also, es ist wirklich sehr ansprechend. Ja, du hast ja, gut, es ist etwa ein paar Jahre her, aber du hast ja bei The Voice of Germany mitgemacht. Hat sich denn da was verändert bei dir oder fandst du das jetzt gut oder schlecht oder also wie hat sich das ausgeübt? Auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Ich finde, man muss da nicht, also manche Musiker machen dann das ein Tabuthema und wollen damit nichts mehr zu tun haben. es war einfach. Auf meinem Weg, ich habe Abi gemacht, habe dann gesagt, okay, ich will einfach Musik machen. Dann habe ich das mitgenommen. Ich habe super viel gelernt mit Interviews, mit Kameras, über Make-up habe ich viel wir wurden da immer stundenlang geschminkt und so. Da kann man sich einiges abgucken. Ja, ja. In dieser Erfahrung war es super. Und ich war natürlich im Nationalfernsehen. Ich denke mal, das ist schon auch riesig. Und in so einem Studio dann, und denke mir, oh, lauter Scheinwerfer und klar. So. Und wenn die hat so eine riesige Kamera ins Gesicht, also wirklich nah, ist erstmal nicht so ganz natürlich. Ja. Aber man lernt sich halt dran zu gewöhnen und so. Und deshalb hat es mir auf jeden Fall was gebracht, ja. Das freut mich so. Und bevor wir uns jetzt deinen nächsten Song anhören, der natürlich wunderbar ist, möchte ich dich gerne noch fragen, gibt es denn einen schönen äthiopischen Leitgedanken so fürs Leben, den man sich so mitgeben kann? Also gibt es so ein Sprichwort, ich meine, wie bei in Deutschland, wir haben ja jetzt nicht deutsche Sprichwörter. Mit Sicherheit sehr schöne Sprichwörter. Ich kenne halt immer nur die von meinen Eltern. Mhm. Und das sind halt meistens zum Beispiel Legilamacheno. Für was sind Kinder da? Also wenn meine Mutter zum Beispiel sagt, hol mal bitte die Gabel. Ich meine, dafür habe ich dich doch gekriegt. Oder Yesari Freutschenege Abebautsch oder andersrum. Ich weiß es gerade nicht. Also lauter so Sprüche von meinen Eltern. Aber ich frage gleich nochmal nach. Vielleicht gibt es nochmal was so ein bisschen Tiefsinnigeres. Anstatt hol die Gabel, dafür habe ich dich gekriegt. Ich denke, da sind viele Mütter, würden dir sofort zustimmen. Meine auch. So, dann würde ich sagen, sehr gut und rüber zum nächsten Song. Alles dann. Klar. Viel Spaß. Dankeschön. You don't have to part your heart, be bold, there's enough space. You don't have to part your heart, let it grow. You don't have to part your heart, be bold, there's enough space.
You don't have to part your heart, let it grow. It's more than accepting, it's wanting, it's loving. You're unique and you're special, and no one can steal it. Don't you feel insecure anymore. Don't you let anyone shut the door. You don't have to part your heart, be bold, there's enough space, yeah, yeah. You don't have to part your heart, let it grow. You don't have to part your heart, be bold, there's enough space, yes. You don't have to part your heart, let it grow. To use the gift that is given, yeah, isn't easy, I got it. Lead your fate as you like it, develop, don't hide it. Don't you feel insecure anymore. Don't you let anyone shut the door. You don't have to part your heart, be bold, there's enough space, yeah, yeah. You don't have to part your heart, let it grow, let it grow, let it grow. You don't have to part your heart, be bold, there's enough space, yes. You don't have to part your heart, let it grow. Be strong, ooh, be strong, ooh, be yourself. Be German, be Ethiopian, be Weilerer Mädchen, be Binger Mädchen, be everything, everything you are. Be black and white and rainbow bright, and be happy. You don't have to part your heart, no. You don't have to part your heart, no, no, no. You don't have to part, no. Yeah, yeah, yeah. Be strong, yes. Stay strong, yeah. Be strong, be strong. Thank you. Ja, vielen Dank, Männer. Komm her, setz dich. Wunderschöner Song. Ja, erzähl mir doch ein bisschen was dazu. Ist ein eigener Song, hast du genau, gesagt? Genau, ist ein eigener Song von meinem ersten Album, was ich vor ein paar Jahren rausgebracht habe. Und das heißt, der Song heißt You Don't Have to Part Your Heart. Das heißt, du musst dein Herz nicht trennen. Und es geht halt darum, wenn man mit verschiedenen Kulturen groß wird, denkt man immer, dass man sein Herz halt teilen muss. In so und so viel Prozent Deutsch, ja, ja, und so genau, viel Prozent Äthiopisch. Ja, eben, und es geht einfach darum, dass man das nicht muss, dass man es wachsen lassen kann, dann genug Platz hat. Ne? Hat es, ich weiß jetzt nicht. Also ich denke mal, hattest du denn ein Problem hier damit, dass du zum Teil nach Äthiopien gehörst und zum Teil hierher? Ein Problem nie, aber es ist natürlich Herausforderung. Ja, ne? Also wenn man halt auch jedes Mal gefragt wird, du sprichst aber gut Deutsch. Und dann sagt, natürlich, ich habe hier Abi gemacht, ja, genau. Wie soll ich denn sonst sprechen? Ja. Und so. Oder man einfach manchmal denkt, okay, es gibt ja einfach gibt Unterschiede in den zwei Kulturen. Aber ich denke, man kann sich einfach immer aussuchen und so versuche ich zu verfahren. Ja. Gut, Didi, dann könnte man vielleicht noch ganz kurz sagen, ja, was bedeutet denn Heimat für dich? Ist das was? Oder ich finde, soll man sich da so dran klammern an diesen Begriff und alles daran festmachen? Ich glaube, dass Heimat halt nicht unbedingt ein Ort oder ein Land sein muss. Ne? Es sind vielleicht, es ist einfach die Familie, Gerüche, Gerichte, einfach Dinge, in denen man sich wohlfühlt. Und man kann auch mehr als eine Heimat haben, denke ich. Da hast du recht, das würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. So, und du hast uns ja hier deine schöne CD mitgebracht, genau, die wir haben. Genau, das ist die neue. Genau, möchtest du was dazu sagen? Ja, gerne. Also mein letztes Album war ja komplett mit eigenen Songs und mit voller Band. Das ist jetzt Halleluja Harfe, eine Duo-CD, Harfe und Stimme. Und da haben wir einfach Pop-Songs, Soul-Songs, auch einen Jazz-Song mit Harfe. Gespielt, auch eine äthiopische Nummer drauf und ja, das Jazz hat man noch mit nicht. Harfe, das genau, hört sich interessant Summertime an. Mit Harfe, ja, das hat man auch noch nicht oft gehört, denke ich. Die Harfe ist auch einfach sehr schön. Dein Kollege spielt bestimmt, spielt ja ganz toll Harfe. Ja, genau. Heute war toll, jetzt mit Gitarre dabei, ganz schön, aber ja. Genau. Ja, und für unsere Zuschauer haben wir noch eine kleine Überraschung, nämlich, dass Männer sich bereit erklärt, dass wir hier eine CD verlosen. Und ja, dafür müsst ihr auf unsere Facebook-Seite gehen, nahe.tv, und mal nachgucken, was ihr dafür tun müsst, dass ihr dieses wunderschöne Kleinod erwerben könnt. Und es ist wirklich schön und ganz toll und herzerwärmend. Dankeschön. Jetzt zur Weihnachtszeit passt es vielleicht echt. Ja, stimmt. Gut. Ja, doch. Als Geschenk und so. Auch. Ja, auf jeden Fall. So sieht sie nochmal von innen aus, wenn sie mal erzählen möchte.
Ganz schöne Konkurrenz, die schöne Harfe, mein Gott. Sonst immer extra viel. Genau. Ja, dann würde ich sagen, leiten wir nochmal über zum nächsten Song. Dankeschön, alles klar. Hau rein, ich sitze hier und feuer an. Ich hau rein. Hau voll rein. Yo, jeg hømte lidt, for mig sat nu. Man og mi leo, mi da fro. Jeg hømte lidt, for mig sat nu. Man og mi leo, jeg hømte lidt, for mig sat nu. Man og mi leo, mi da fro. Jeg hømte lidt, for mig sat nu. በፍቅር ያመነ ባንድ ቃል የጸና ሀረጉን የማይምዝ ይከተለንና በእኛው ቅኘት ገብቶ ይሄን ሰምቶ የእውነትን ዘር ዘርቶ ተማምኑ የሚኖር ተከባብሮ ጥላት ስንኩሽሮ ይበ ማኖ ሚለየው ሚለየው የህም ትውልድ ፍምሳት ነው ማኖ ሚለየው ሚደፍረው የህም ትውልድ ፍምሳት ነው ማኖ ሚለየው ሚለየው የህም ትውልድ ፍምሳት ነው ማኖ ሚለየው ሚደፍረው የህም ትውልድ ፍምሳት No. Woo! Yes. Ah 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 ah. Oh! Hara gobez himmano, hara gobez. Hara gobez himmano, hara gobez. Lekinda tintu, indele madi, bichaun mablat. I lem dem hodi fikra kelon yamlak setota an leyayim motem bimata lekende tintu ndele madi bichaun mablat I lem dem hodi iskin yayaz ejle jachin balem inditay andene tachin balem inditay And in the Man no mi leyo, mi leyo Yehim tu lir, fim sat no Man no mi leyo, mi da fro Yehim tu lir, fim sat Man no mi leyo, mi da fro Yehim tu lir Fim sat no man no mi leyo yehim tulir fim sat no mbi 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 ቢበል ጌታል አንድነቱ የፍቅር ጥምሳሌቱ ከሰሜን ከመራቡ ከደቡብ ከምስራቁ እንቢበል 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 ለፍቅር አንደኛ ከነቁት አርበኛ ቢቆጥር ስንቱ ጀና አያልቅም የኔ ዝና ዝናዬ 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 የኔ ዝና ማነው ሚለየው ሚለየው
Yahim to lead from the sad no man no me lay yo me the fro Yahim to lead from the sad man no me lay yo Yahim to lead from the sad no man no me lay yo me the fro Yahim to lead from the sad no yeah. From my side, no, yeah. Ja, vielen Dank, Männer, für deinen zweiten Song. Der war ja, wirklich ultra schön. So, und jetzt kommen wir auch schon zu unserem Spiel. Das Google-Übersetzer-Songraten. Genau, und zwar haben wir drei Songtexte in den Google-Übersetzer eingegeben. Und es gibt Stufe 1, das ist der deutsche Text. Dann gibt es Stufe 2, das ist der Originaltext. Und wenn ihr es dann immer noch nicht wisst, hören wir uns den Song an. Okay. Ja, also ihr spielt beide gegeneinander. Bitte keine Sobald ihr irgendwie eine Idee habt, was es sein könnte, einfach reinrufen. Okay. Es gibt keinen Buzzer. Wenn es nicht richtig ist, einfach weiterraten, so lange, bis ihr es habt. Okay, gut. Dann fangen wir mal mit dem ersten Song an in der deutschen Übersetzung. Einer von arm und hässlich, aber Antwort ja, oh, ich habe den schwarzen T-Shirt heute, meine Liebe trauert. Heute habe ich in der Seele eine Schande und es ist wegen der Zauber ding, ding, heute. Ding, weiß. All right. Tengo la camisa negra, ich weiß nicht. Okay, wow, gut. Okay, wenn es ist. Da hat jemand heimlich Spanisch geübt. Ja, stundenlang. Ich kann nur Hola, que pasa. Ich komme da nicht rein. Gut, ja, dann machen wir einfach weiter mit dem zweiten Song. Partymädchen werden nicht verletzt, kann nicht das Gefühl, nichts wann werde ich lernen? Ich kann es nach unten drücken, schieben Sie es nach unten, ich bin derjenige für die eine gute Zeit Anruf. Telefon blowing up, Sie sind ringing in meiner Tür, ich fühle die Liebe, das Gefühl der Liebe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Getränk, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Getränk, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Getränk, werfen Sie EM zurück, bis ich Zählung verlieren, ich werde Schwung aus dem Kronleuchten. Vom Kronleuchter, ich werde leben wie morgen nicht existiert. Ja. Wie ist nicht? Ja, wie wird das ja, ausgesprochen? Ja. Kronleuchter auf Englisch. Ja. Chandelier. Chandelier. Yeah, yeah. Party girls don't get hurt. Can't feel anything. When will I learn? Die, I push it down. Also push it down. One, two, I'm the one. Genau. For a good time call. Phones jetzt okay. Genau, es aber ist Via mit Chandelier. Chandelier. Genau. Chandelier. Okay. Genau, wir hören jetzt nochmal den Song. Nein? Oh, okay, wir machen einfach den nächsten. Kein Problem, aber auf jeden Fall gut, Mann. Sehr gut erraten. Yeah. So, entscheidende Runde. Wir machen mit dem mit der englischen, mit dem deutschen Text natürlich weiter. Oh Baby, Baby, woher sollte ich wissen, das Samtein war nicht richtig, ja, denn hier, oh Baby, Baby, ich hätte nicht gehen lassen und jetzt bist du aus den Augen, ja, zeig mir, wie sie es wollen, sag mir. Baby, weil ich jetzt wissen müssen, was wir bekommen. Ja. Oh Baby, Baby, how was I supposed to know that ja. something wasn't? Ja. Time. Ja. Die hat's, genau. War das nicht eine Gemeinschaftsleistung? Ja, genau. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Unentschieden. Auf jeden Fall ein Unentschieden. I shouldn't have let you go. Now you're out of sight. Ist voll schwer auch. Auch mal Schulkinder geben das ein, weil ja. du bei Google ja, ja. Englisch, ja, daher kommt sie. Ja. Weil der Google-Übersetzer einfach keine Ahnung hat. Okay. Aber cool. So. Interessant, das mal zu hören, gell? Yeah. Ja, also ich mit dieser einfach nicht emotionalen Stimme auch dazu. Ja, genau. Ja, zum Abschied haben wir uns noch einen kleinen
ja, ein kleines Battle überlegt. Und zwar sollen wir jetzt Halleluja singen. Und zwar so hoch, wie wir kommen. Ich fange an, dann kommt Luisa. Siehst du, ich auch. Und du singst uns dann alle in den so Grund und Boden. So? Ja, das ist ja so Halleluja. Ah, okay. Ne, genau. Oh, so. Okay. Wir sind natürlich alle warm gesungen. Also du jetzt schon, wir natürlich auch. Okay. Okay. Halleluja. 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 Wir haben einen klaren Gewinner. Ja. Und damit würde ich dann überleiten, dich zu verabschieden. Mhm. Wir bleiben bei der Moderation und du bitte beim Singen. Ich fand das ganz gut. Nein. Ja, ach komm. Es war sehr gut. Ja. Hat doch Spaß gemacht, doch. Und vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich ja, vielen Dank für deine schöne Musik. Danke. Ja. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Und denk an die Verlosung. Guckt gerne bei Facebook vorbei, um diese schöne CD zu gewinnen. Die wirklich schön ist. Sehr schön. Sehr schön. Mit toller Musik und einer Harfe. Gut, dann bis zum Mach's nächsten gut. Mal. Tschüssi. Ciao.